Lialo, heute mal eine Antwort auf eine Frage, die sich im letzten Video ergeben hat. Ich hatte einen PC, der hatte keine Grafikkarte und ifconfig ging nur mit sudo. Nun, ifconfig zeigt unter anderem die IP-Adresse an. Nun, wenn denn der PC eine Grafikkarte gehabt hätte, natürlich kann man die IP-Adresse auch im Router nachschauen, zumindest diejenigen IP-Adressen, die vergeben worden sind. Sinnvoll wäre es zum Beispiel, sämtliche PCs im Netzwerk zu deaktivieren. Außerdem, den man halt finden will, gut, gehen wir mal in die Systemverwaltung, gehen wir mal aufs Ute Software Center. Synaptic könnt ihr natürlich auch benutzen, habe ich nur falsch geklickt, gibt es ja zu Systemverwaltung Ubuntu Software Center. Es gibt ja diverse Netzwerkscanner. Ne? Kann man einen Netzwerkscanner suchen? Wenn man nur das Scanner sucht, da findet man auch Scanner, die mit dem Druckerscanner. Ja, gut, gefunden habe ich Umit, den Netzwerkscanner. Der benutzt Nmap. Habe ich installiert Umit. Ja, es gibt noch andere. Ist piepegal. Ist halt eine grafische Benutzeroberfläche für Nmap. Und wer sich da nicht so auskennt mit den Terminalbefehlen, der nimmt da vielleicht lieber mal sowas. Gut, der braucht Root-Rechte, also Admin-Rechte. Ran ist Root und da muss man erstmal ein Passwort eingeben, sein Root-Passwort. Bei mir das die 1, 2, 3, 4, wie immer. Umit, so, und da steht schon im Prinzip genommen das, was man normalerweise in die Kommandozeile eingeben müsste, aber freundlicherweise erledigt das Umit hier für uns. Wir müssen nur noch ein Target angeben, ein Ziel. Ja, was haben wir denn für ein Ziel? Unsere eigene, ja, interne LAN-Geschichte hätte zum Beispiel ein IP-Adressbereich, der fängt immer an mit 192.168.0 und da kommt irgendwas und anstelle von irgendwas schreiben wir halt das Sternchen. Bei euch kann das durchaus ein anderer IP-Adressbereich sein. Operationssystem Detection. Nun, jetzt könnte man anhand des OS-Systems Rückschlüsse ziehen, wobei das auch nicht so ganz genau ist. Aber zumindest, wenn Windows-Rechner im System sind und nur ein Linux-Rechner, dann hätte man schnell raus, welcher das ist. Man kann auch einen regulären Scan durchführen. Scan. So, wenn der Scan dann endlich mal so fertig ist, das dauert ein Momentchen, sieht man, ach, guck mal da, ich wusste gar nicht, meinem, ja, das müsste mein NAS-Laufwerk sein, dem habe ich die IP 23 gegeben, eine feste IP, interessant, gut, dass ich das Video gemacht habe, den kann ich unter anderem auch per Port 3389, das ist ein RDP-Port, ne? Zum Beispiel, wenn ihr XRDP installiert habt, könnt ihr den Rechner, oder beziehungsweise ich, den Rechner hier von meinem internen Netzwerk per RDP ansprechen. Den ich eigentlich gesucht habe, war eigentlich der, das ist meiner ohne Grafikkarte. Ich könnte auch hier an dieser Kennung sehen, das ist ein Elite Group Computer System. Nun hätte ich das jetzt nicht so in Sinn, ich wüsste zumindest, dass mein Rechner, den ich als NAS habe eingestellt, dass das ein Shuttle ist, ne? Ein Rechner von der Marke Shuttle. Ne? Man hat hier die MAC-Adresse und die 23 als IP und ich suche nicht den Shuttle, was mein NAS-Laufwerk ist, das ich auch per RDP erreichen kann, sondern ich habe den hier gefunden, die 31 war es, wo mein Rechner ohne Grafikkarte, wo ich auch schon XRDP installiert habe, läuft und den Router und so weiter sieht man auch. Services sehe ich dann, was ich so insgesamt habe. HTTP und HTTPS, die sind auf meinem Router, damit ich den per HTTP erreichen kann. Wäre nichts Verkehrtes und HTTPS ist da auch offen, zumindest von innerhalb des Netzwerkes. Ne? Gut, Webserver. Hier sieht man die beiden, wo Port 3389 offen ist, das ist RDP. Warum das Microsoft WBT Server heißt, ja gut, Windows, bla bla bla, Terminal Server. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.